Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft-Dorf-Folge wieder mit dem Sneaky Boy Patrick. Hallo. Und ja. Ja, wir haben uns vorgenommen, hier jetzt noch ein bisschen die Gegend abzusuchen, weil Mine und so, ne? Richtig. Nicht wieder das Ziel aus den Augen verlieren, wie das letzte Mal. Ja. Okay, und man muss so sagen, wir haben schon relativ lange aufgenommen und eigentlich nicht gerechnet, dass wir irgendwie, naja, irgendwie war, dachte mir im Moment erstmal, okay, wir machen das, und auf einmal denke ich mir so, was mache ich hier überhaupt? Und dann dachte ich mir, alles klar. Das war schon sehr gut. Also ich hatte jetzt die Idee gehabt, dass ich jetzt mich eventuell irgendwo runterbuddel und dann gucken wir mal, ob ich da irgendwie eine Höhle finde. Ach so, das ist natürlich auch eine Taktik. Also letztes Mal war ich ja hier schon in der Höhle bei dem Dorf. Das sehen die Leute bei mir jetzt gerade. Da war aber ja nichts drin, außer ein paar Villager, die sich dahin verirrt haben. Ja, aber ja. Leider keine Mine. Und das ist ja was wir suchen. Oh, hier ist noch ein... Ne, Moment. Da war auch schon jemand. Oh. Hier ist noch ein neuer Eingang. Mhm. Dann check den mal aus. Ich check mal hier. Ich buddel mich hier ganz klassisch in Minen-Style runter. Mal sehen, ob ich hier was finde. Das wäre eigentlich ganz geil. Auch wenn ich meine Chancen nicht so hoch einschätze, aber... Achso, das ist die gleiche Höhle. Also ich bin wieder bei so einer fetten Schlucht. Ich glaube, da war ich letztes Mal am Ende drin. Da liegt zwar noch Gold drin, aber da gehe ich jetzt nicht extra für runter. Ja, ich hoffe, ich finde hier Dorf, genau. Ja, ich muss mal bei Skype auf. Ich bin schon auf Offline anzeigen. Wie ist das kein Sound, das beschäftigt, ne? Ich glaube schon. Ja, nee, bei Sound ist kein... Also wenn du beschäftigt bist, kommt kein Sound. Okay, sehr gut. Aber ich habe mich vergessen, auch beschäftigt zu machen, aber ist egal. Ja, wer will denn schon mit dir schreiben? Das ist richtig. Wenn ja, dann frage ich mich schon, was mit der Person los ist. Aber, na gut. Wie man sieht, freue ich mich auch schon mal wieder ins Dorf zurückzukehren, weil ich hier, soweit ich, also ich habe mir die Folgen noch nicht angeschaut, aber Woltekan hat ja ein bisschen weitergemacht an Minecraft Dorf. Genau, habe ich auch was er so gemacht. Also ich habe jetzt nicht alles gesehen, aber ich habe jetzt nur die erste Folge, also quasi die Neujahrsausgabe und ich habe... Lol, ich habe eine Mine. Ja? Ja. Nice. Ich habe gerade einfach mal Eisen ausgebuddelt und auf einmal bin ich hier so eine Mine. Hau mich rüber. Okay. TP. Warte mal, erstmal mach ich mal eine Fackel. So. TP. Nice. Also das ging jetzt schneller als erwartet tatsächlich. Ja. Ich dachte, wir finden wieder nichts, aber nice. Zeig mal, wo hast du abgebaut? Einfach hier runter oder was? Ich habe mich einfach nur runter. Alter, was bist du denn für ein Lacker? Aber hey, da hatten wir auf jeden Fall den richtigen Riecher hier mit dem Dorf. Sehr gut. Hoffentlich geht das hier jetzt auch ein bisschen weiter. Ich glaube, damit wir die Orientierung nicht verlieren, bauen wir die Fackeln immer nach rechts, damit wir wissen, wo wir zurück müssen. Warte, das ist insgesamt eine ziemlich gute Idee. Wie wär's? Wir laufen jetzt einfach, also wir gehen einfach immer rechts lang, okay? Einfach immer rechts um die Ecke laufen. Ich glaube, also ich meine, ich habe früher Adventure Maps bei der Zombie ganz gerne geschaut. Und da gab es häufiger so Labyrinthe. Und der ist einfach immer nach rechts gelaufen und ich glaube, irgendwann kommt man dann immer zum Ziel. Bedeutet also, wir werden da... Oder wir lassen uns mal ein bisschen durcheinander laufen, aber setzen einfach die Fackel immer nach rechts. Das können wir auch machen. Ich habe gar nicht mehr so viele. Habe ich noch Kohle? Muss ich im... Ich sag dir mal eins, hier ist Kohle. Und das Gute ist, ich habe ja ein Backpack, also das heißt, wir haben Platz. So ziemlich. Achso, ich muss... Auch wenn ich mich gerade wundere, warum ich jetzt zwei Keys habe. Aber, komm mal. Ah, so, ich leg hier mal meine ganzen Blumen rein. Die brauche ich jetzt nicht mehr im Inventar. Also ich leg mal gerade hier die anderen Backpacks mal rein. Die brauche ich gerade nicht. Knochen brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Dann muss ich tatsächlich gleich noch Kohle abbauen. Oh Mann. Und hier hat's Schienen, die nehmen wir auf jeden Fall auch mit, ne? Ja, Schienen nehmen wir auf jeden Fall mit. Also, Gott. Ja, irgendwas könnte ja was geplant sein. Die baut man mit der Spitzhacke so schnell ab, dass einfach die Blöcke unten drunter schon kaputt gehen noch. Okay, Eisen habe ich noch, das ist auch ganz gut. Okay, ich merke schon, das wird hier schon richtig verwirrend. Obwohl es erst der Anfang ist. Der Anfang vom Ende. Oh Gott. Ah, hier wäre auch eine Höhle. Oh, da geht's auch noch weiter. Ach Gott. Ich glaube... Oh, da ist ein Enderman. Also ich finde schon mal viel Eisen, das ist ganz gut. Ja, ich habe auch jede Menge Eisen, aber ich weiß nicht, ob ich das alles abbauen soll. Wir sind ja in erster Linie auf der Suche nach Kisten.
Das stimmt auf jeden Fall. Und vielleicht finden wir auch noch ein paar Spinnenspawner für Level und so weiter. Also, so Minen sind auf jeden Fall ganz nice. Mhm. So. Okay. Achso, ich habe schon wieder vergessen, die Fackeln am rechten Rand zu machen. Aber. Ja, ich würde es mal machen, ne? Nicht, dass du die Orientierung nachher verlierst. Oder ich, wenn ich mal da zufälligerweise auf deinen Weg zustoße. Die Frage ist, inwieweit uns dann wirklich Orientierung gibt, wie auf welcher Höhe sind wir. Aus Erfahrung her, ich habe es ja mal früher mal gerne gemacht, bei Höhlentouren habe ich das immer gemacht und das hat mir immer geholfen, gerade der Rückweg. Einfach wenn ich wieder zurück will, raus will, dann weiß ja auch, wo du wieder bist. Dann kannst du auch besser zurücklaufen. Weil wir müssen ja auch noch zurücklaufen. Also das heißt ja nicht, weil wir jetzt hier sind, finden wir den Weg auch wieder zurück. Weil wenn wir jetzt irgendwo woanders sind, weil wir ja auch komplett hier durchlaufen und eine Mine ist halt ein bisschen groß. Und daher ist es eigentlich eine relativ effektive Taktik. Jo. Ich weiß aber nicht, bei wem ich das abgeschaut habe, weil das ist jetzt nicht von mir die Idee, die habe ich einfach bei anderen YouTubern gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, wer es war. Oh, hier ist eine Sackgasse. Endlich. Oh, ich sehe deinen Namen da durch die Wand noch. Ja, so. Jetzt hier kann man wieder ein bisschen Fackeln rein. Oh Gott, hast du noch Holz dabei? Du kannst doch Holz hier abbauen. Ach ja, stimmt. Also, ich denke mal, das Holzproblem wird hier kein Mangel sein, hier. Aber auf jeden Fall alle. Oh, da geht meine Spitzhacke kaputt. Oh, oh. Aber mir fällt auf, ich habe eigentlich überhaupt kein Holzproblem, weil ich, ja. Wie heißt das so schön? Ich habe 64 Eichenholz. Okay, ja gut, das soll für so ein, zwei Fackeln reichen, glaube ich. Hm, meinst du? Ich glaube nicht irgendwie, aber naja. Wir werden es ja sehen. Jetzt habe ich mir gerade mal 50 Fackeln gemacht. Aber ich habe ja immer Angst, wenn man bei diesen, bei solchen, ja, Ecken, also vier Holzsäulen sind, so um die Ecke läuft, dass da irgendwo ein Creeper drinne steht. Ja. Aber so, wir haben ja nicht eine gute Rüstung, deshalb wird da nicht viel passieren. Ja. Also wir werden nicht direkt sterben. Okay, ich höre schon mal eine Spinne. Mal gucken. Ob da gleich ein... Oh, ich habe eine Kiste und ein Minecart. Nice. So, Moment. Kiste. Lohn. Ein Diamant. Mhm. Redstone, Lapis Lazuli, Brot und Kürbiskerne. Ah, leider keine Melonen. Schade. Das Minecart nehme ich aber auf jeden Fall mal mit. Ja, das, ja, ich wusste nicht mehr so genau, wie Melonensamen aussehen, aber die sind schwarz, oder? Was kann sein. Es ja, weil ich dachte gerade schon so, ja, vielleicht sind die das, deswegen bin ich erst ganz am Ende drauf, um die Spannung hochzuhalten. Ja, aber leider wurde es nichts. Hier ist ein Lavasee, aber wir sind, nee, nicht tief genug für Dias. So zum Finden. Nee, aber Dias ist jetzt auch nicht unser Hauptziel, würde ich sagen. Nee. Aber so natürlich auch ganz nett. Jo. Oh, Goldhöhe ist aber auf jeden Fall schon. Ich geh mal ein bisschen in deine Richtung. Mal sehen. Also ich bin durch so einen kleinen Höhlenabschnitt und dann ging es da nochmal los. Mhm. Okay, dann. Hier ist noch nicht entdeckt worden. Kiste Nummer 2. Auch in einem Minecart. Stehen die immer in einem Minecart? Oh, ich hab den noch eine Kiste. Ja, was war in deiner so drin? Melonsamen. Ja, habe ich auch. 8 Stück. Yeah. Nice. Wir haben unser Ziel schon erreicht. Ja. Aber lass mal weiter erkunden, denke ich mal. Weil wer weiß, dass wir nochmal eine zweite finden. Schienen sind ja verdammt. Nimmst du Minecart auch mit? Ja, nehme ich auch mit. Also ich habe jetzt 2. Dann nehme ich die auch mal mit. Dann wissen wir schon mal, dass wir die geholt haben. Ja, wenn wir Schienen abbauen, können wir auch Minecarts gebrauchen. Macht Sinn. Das ist richtig. Vor allem Schienen sind ja ziemlich teuer, was so die Eisen-Dingens angeht. Jawohl, jetzt geht hier aber los. Ah, Kürbiskerne. Ja. Ich meine, besser als nix. Aber Kürbisse haben wir ja eigentlich schon angebaut. Haben wir Kürbisse schon? Ja, ich habe eine Kürbisfarm gemacht. Achso, okay. So, die Melonensamen verpacke ich oder sichere ich jetzt immer erstmal in meine Backpack-Kiste quasi. Und die Minecarts. Oh. Nächste Kiste. Nochmal Melonensamen. Krass. Die Eisenspitzhacke lasse ich aber mal liegen. So. Backpack, da ist jetzt habe ich irgendwie eine kleine Höhle gefunden. Ich muss mich auf jeden Fall... Warte. Ich muss mich da am besten orientieren.
Mal schießen wir so eine Fackel. Hier noch eine Fackel. Und dann hier nochmal. Sehr gut. Na, ist ein bisschen schade, dass man die Minecarts nicht stacken kann. Ja, sinnvoll. Aber dafür ist das Backpack auch ganz gut. Da kann ich, also ich habe das damit reingetan. Ja, ich auch. Aber der füllt sich auch schon so langsam. Ich habe alle dabei. Also ich habe noch eine kleine Kiste und noch die Enderkiste. Also ich habe eigentlich keinen Mangel. Und ja, noch eine Workbench. Also ich habe alle quasi am Start. Oh, hier geht's weiter runter. Ah, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, diese lange Entdeckungstour eigentlich. Ja. Weil du bist echt so ein richtiger Lacker, oder? Du hast zwei Dörfer innerhalb von 10 Minuten gefunden, letzte oder vorletzte Folge. Ja, das ist krass eigentlich. Also, damit habe ich nicht gedacht, also dass da ein Dorf ist, weil ich war ja schon in dieser Gegend, aber ich war jetzt nicht so weit. Also ich bin zwar in die Gegend Richtung hingelaufen, aber halt nur für die Wüste. Und da ist die Wüste auch, deswegen war ich auch ungefähr den Rückweg. Aber... ja, und dann erkundest du nicht mal irgendwie eine Höhle und findest das? Nee, du buddelst dich einfach irgendwo runter. Alter. Ja, aber ich dachte irgendwie, so von oben findet man nicht direkt. Also muss schon Glück haben, eine Schlucht zu finden, finde ich. Und daher habe ich einfach gedacht, buddelst dich einfach runter. Wenn ich nichts finde, dann habe ich natürlich gefailt. Aber... es hat funktioniert. Naja, dein Diamantenbeschwörungssong hat ja auch schon funktioniert. Also irgendwie, da hast du auf jeden Fall deine Begabung gefunden. Ja, ich will jetzt die Höhle nicht ganz erkunden. Ich will eigentlich jetzt nur weiter in die Mine reingehen. Ich nehme zumindest das Eisen noch ein bisschen mit. Also ich will jetzt keine komplette Höhlentour machen, weil das war wie gesagt nicht mein Ziel. Aber wenn ich hier noch ein bisschen Eisen sehe, dann nimmt man das auch natürlich mit. Gold, okay, wofür ich das auch immer brauchen werde, vielleicht Goldäpfel machen. Vielleicht mache ich einfach aus Spaß, okay, Goldäpfel. Wir könnten sowas natürlich auch, also wenn wir, Gold kannst du auch gebrauchen, wenn du irgendwie einen Palast oder so bauen willst, für einen Thron oder so in Zukunft. Also man findet schon für alles irgendeine Verwendung. Hast du auch irgendwo recht, aber bin ich denn so magisch oder so? Ja, du kannst ja für deinen Gott, für mich, irgendeinen Tempel bauen. Wer ist Gott? Habe ich gerade auch nicht akustisch verstanden, was ich gesagt habe. Ich natürlich, aber okay. Wer? Ich dachte, das wäre klar. Ich glaube, ich werde langsam alt in meinen 19 Jahren, ey. Da würde ich mich, glaube ich, auch richtig alt fühlen. Ja, du bist ja noch nicht so weit, ne? Bei dir dauert es noch ein bisschen. Bei mir dauert es noch, ich bin noch jung und frisch. Ja, mit deinen 12. Das glauben jetzt bestimmt alle deine Zuschauer. Das kann sein. Ja, das kann wirklich sein. Ich bin aber 13. So, scheiße. Gott. Hier komme ich nicht raus. Ich habe keine Jump'n'Run-Skills. Du hast keine Jump'n'Run-Skills? Da habe ich auch Moment, keine. War ich hier jetzt schon? Oh, Lappes. Moment. Lappes. Okay. Jetzt langsam wird's hier doch kompliziert, trotz der Taktik. Ich höre hier die ganze Zeit... Ich bin eigentlich noch in meiner Nähe. Also ich bin in Nähe meines... Ach, du bist in deiner Nähe. Nee, ich bin in... Ach Quatsch, ich bin in der Nähe von... Ja, ja, es ist Neujahr, deswegen. Ja, die Frage ist halt auch, vielleicht haben sich unsere Wege hier irgendwo gekreuzt. Und dann wie gesagt, ich habe meine Fackel normal hingesetzt, wie ich das gemacht habe. Ja, ich auch. Okay, hier geht's hoch. Ach, ich sehe dich. Ah, Moment. Ich glaube, ich weiß sogar, wo ich bin. Das ist gar nicht so schlecht. Hier müsste, glaube ich... Oder war hier der Ausgang? Ne, hier war ich schon. Ja, also... Ach so, ich dachte eigentlich, hier wäre der Ausgang gewesen in der Nähe. Der Ausgang ist... Boah, du... Ich dachte nämlich, der wäre hier so irgendwo nach oben gebuddelt. Weil hier, was ist das denn? Ja, weil am Anfang bin ich auch in so eine kleine Höhle hier geraten und da waren auch Eingänge mehrere. Oder ich, Alter. Na, wobei, ich glaube, da war nur einer. Ich dachte gerade, du hast mich gerade geschlagen. Ich helfe dir hier mal ein bisschen. Creeper am Start, wie viele Monster hier auf einmal sind. Was ist denn da los? Okay, das hier sieht aber nach normaler Höhle aus. Da gucke ich jetzt mal nicht weiter. Ja. Wähl den Gang. Gehst du links oder rechts? Ich war, glaube ich, also aus einem kam ich raus, aber ich weiß nicht mehr, welcher das war. Okay, ich gehe links einfach. Hi. Okay. Hat sich doch schon wieder erledigt.
War ich hier jetzt schon? Nee, das ist eine Fackel, die oben dran ist. Oh, drei Enderman, Alter. Hier brauche ich mal deine Hilfe. Beim Abräumen. Was? Drei Enderman sind hier. Okay, los! Es hat keiner eine Enderperle gedroppt. Nö. Oh Mann. Warte mal, ich setz mal wieder Fackeln hin. Jo. Hier ist noch. Hab ich noch eine Schaufel dabei? Ich hab keine Schaufel. Was ist denn da los? Wieder mit, ne? Ja, ich muss mich jetzt hier leider. Wie konnte es sein, dass Gravel über einer Schiene schwebt? Ich buddel hier auf und da stehen zwei Creeper hinten dran, Alter. Krass. Oh, oh. Der geht hoch. Ich hab wieder einen Enderman. Ja, ich hab eine Enderperle. Jawohl. Ich hab auch mittlerweile zwei wieder gesammelt. Ich hab jetzt drei insgesamt. Weil. Ich weiß auch nicht warum. Okay, bei mir der Gang. Die sind irgendwie endet. Cool. Ich hab einen Spinz. Ich hab einen Spinnspawner. Ah. Ja, wenn man die ganze Zeit hört, irgendwo muss ja auch was sein. Ich hatte ja so Giftspinnen gegen Giftspinnen gekämpft und dann. Aber so. Warte mal, ich will erstmal hier erkunden, nochmal kurz. Wo ist der Spawner? Ah, hier hinten. Oh, ich hab noch eine Kiste. Beim Wasser. Sehr gut. Nice, ich hab wieder Melonenkern. Jawohl, da haben wir, da müssen wir, da haben wir direkt eine ganze, einen ganzen Vorrat von. So. So, hier ist Ende? Fragezeichen. Ist hinterm Gravel was? Ne, sieht nicht so aus. So, ich okay. Pack wieder ein bisschen alles ins Backpack rein. Oh, hier war sogar eine Kurve in der Schiene, die in die Wand geführt hat. Jawohl. Also bisher hat sich die Tour richtig gelohnt. Wollen wir den Spawner abbauen? Ich meine, also hier kommen wir wahrscheinlich oder nicht nochmal hin. Also an sich, ich glaube. Warte, ich komme nochmal gleich mit rüber. Dann, warte. Ich komme mit. Oh, nein, die Fackel will ich nicht in die Backpack-Scheiße reintun. Oh, hier so. Geht's auch noch nach oben. Krass. Wo habe ich den Spawner nochmal gefunden? Ich glaube, hier war er. Hier hinten, ja. Ach, hier. Da ist er. Aber wir können ein bisschen Level farmen an sich. Also oder? ich hab derzeit 32. Ich glaube, das übt sich nicht sonderlich, da ein paar Spinnen zu killen. Ja, ich habe nur 27. Wenn du eine Spawner abbaust, bekommst du aber, glaube ich, ja auch Level. Okay, dann baue ich mal ab. Hä, ich hab gar nichts gekriegt. Gar nichts?